Susanne Kleene ist da in Kleene hat's gesehen mit den neuesten Promi-News. Und wir haben vorhin ja schon gesehen, dass Susanne für uns am Wochenende jetzt beim Leipziger Opernball war. Und wir wissen ja auch, bei solchen Veranstaltungen gibt's immer jede Menge Gerüchte, Tratsch und Klatsch. Erzähl uns ein bisschen intime Details, wir wollen alles wissen. Ja, genau. Die intimen Details sehen so aus, es war eine Schauspielerin da, die für, sagen wir mal, ein bisschen Aufsehen gesorgt hat. Das ist die Hendrikje Fitz, bekannt als Pia Heilmann aus In aller Freundschaft. Und hier sehen wir das, was ich eigentlich erzählen will. Sie hat sich die Haare abrasiert für ihre Rolle als Pia Heilmann. Kein Trick, kein Special Effekt? Überhaupt kein Trick. Das Schwierige ist ja auch, so eine Szene kann ja nur einmal gedreht werden. Ne? Sie ist krebskrank in der Serie und sie hat wirklich ihre Haare dafür geopfert. Und das finde ich extrem mutig und das finden ihre Kollegen natürlich auch. Ja. Allerdings ist ja die Serie immer, also es wird ja immer ein paar Monate vorher gedreht. Mhm. Und wie sie jetzt aussieht, das habe ich gesehen. Und sie sieht toll aus. Weil sie war beim Opernball auch. Sie war beim Opernball, okay. Genau. Und sie hat natürlich dann auch ihre Haare, die jetzt schon ein bisschen nachgewachsen sind. Und jetzt sehen wir hier mal Pia Heilmann alias Hendrikje Fitz mit kurzen Haaren. Die sind jetzt natürlich auch voll grau, aber ich mag es auch. Fürs Drehen wird es ein bisschen dunkler gesprüht, weil eben so. Aber das gefällt mir, also finde ich auch super, dass ich sozusagen privat nochmal anders rumlaufe als in der Serie. Meinst du, du lässt das jetzt auch eine Weile so oder lässt du wachsen? Nee, ich würde es schon gern so lassen. Da müssen wir uns, glaube ich, noch so ein bisschen, also die Produktionsseite war dann doch ein bisschen erschrocken, dass der Look so ein ganz anderer ist. Und es ist halt, wir sind ja auch so ein bisschen Kasperle-Puppen. Und wenn die Gretel dann auf einmal keine Zöpfe mehr hat, ja, dann muss man sich erst dran gewöhnen. Das ist halt super praktisch. Ja. Drum möchte ich es ja eben, wem sage ich es? Ja. Also ja, ich hätte es gern so behalten. Tja, aber warum waren dir zu grau die Haare? Na, also wie uncharmant bist du denn? Die sind halt so nachgewachsen. Wir haben aber neulich gelernt, das heißt gar nicht grau. Das heißt, wie heißt es? Pigmentlos, genau. Ach pigmentlos, so? Ja. Aber ich finde, sie sieht sehr gut aus mit den kurzen Haaren, mit ihrem schmalen Kopf. Das kann sie gut tragen. Ja. Du bist gar nicht so begeistert. Nein. Naja, die Produktionsseite sagt ja auch, sie muss wachsen lassen. So ist jeder gut bedient. Nicht alle Frauen können das bedenkenlos tragen, so wie du, finde ich. Ich finde das bedenkenlos. Ich habe doch keine grauen Haare. Nein, das heißt auch nicht grau, sondern pigmentlos. Genau, aber die hast du ja auch nicht. Aber es geht jetzt um die kurzen Haare. Naja, genau. Peter, da kommst du nicht wieder raus. Wir machen. Was haben wir noch? Du bist heute irgendwie so schlüpfrig, finde ich. Ich bin schlüpfrig? Ja. Wieso denn? Und frech. Nein. Was wir noch haben, Peter, das interessiert dich auch sehr. Du bist ja auch so ein Berlin-Leipzig-Pendler, ne? Ja. Und es gibt ja jetzt den Mega-Slogan, Leipzig ist das bessere Berlin. Ja. Findest du auch? Ja gut, in Berlin kriegen die ja nichts geregelt mit Flughäfen und so. Das funktioniert alles nicht. Deshalb. Ich habe mal unter den Schauspielern von In aller Freundschaft, die fast alle zwischen Leipzig und Berlin pendeln, rumgefragt, was die dazu sagen. Wir gucken mal. Total beknackt, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Hat das Leipzig nötig? Ich bin Berlinerin, ich finde Berlin super, aber ich liebe Leipzig und es hat seine eigenen Qualitäten und braucht nicht so einen blöden Spruch. Die hat sich wunderbar entwickelt nach der Wende. Vorher war es ja auch schon interessant, seine kulturelle. Ein Highlight in dieser Stadt, die Kultur. Mit freundlichen Menschen und ich muss sagen, ich fühle mich sehr los. Ich bin sie nie losgeworden, die Stadt. Berlin, okay, da haben wir hin und wieder gearbeitet, aber zu Hause bin ich in Leipzig. Berlin ist einfach nicht zu toppen. Tut mir schrecklich leid. Ich als waschechte Ur-Berlinerin muss leider die Fahne für Berlin schwingen. Aber Leipzig ist ja meine zweite Heimatstadt. Ich bin ja sehr viel hier und ich fühle mich hier unheimlich wohl. Und es ist einfach wirklich eine tolle Stadt. Es hat auf jeden Fall menschlicheres Maß, finde ich. Es ist halt alles kleiner und nicht so, also man verliert sich nicht so. Nee, ich bin wirklich, wenn ich dann hier bin, immer gut, Berlin ist mein Zuhause, aber ich bin hier ganz, ganz glücklich und verstehe auch, es gibt einige Kollegen, also mehr auch ein bisschen ältere schon, die hierher gezogen, aus Berlin hierher gezogen sind und sich sozusagen für den letzten Lebensabschnitt für Leipzig entschieden haben und das kann ich gut verstehen. Wie lange warst du da an dem Abend übrigens? Lange. Ja? Lange. Ich bin auch jetzt ein bisschen angeschlagen. Angeschlagen? Auch wenn man es nicht merkt. Nein, überhaupt nicht. Waren denn nachher alle schön angetrunken auch? Ich nicht. Na, du natürlich nicht. Ich nie. Nein, ich bin immer so eine Ball, da wird hoch die Tassen. Schon, also in Leipzig, der Opernball ist sehr stimmungsvoll und da ist eigentlich von Anfang an locker und hinten raus ist dann auch sehr locker. Eine tolle Veranstaltung. Schön, dass du für uns da warst. Vielen Dank für die vielen tollen News. Bitteschön. Und wir sehen dich ja nächsten Montag wieder mit neuen. Genau. Schlüpfrigen oder nicht schlüpfrigen Details aus der Promi-Welt, liebe Zuschauer. Sehr schlüpfrig, glaube ich.